Hey Leute und herzlich willkommen bei eurem Stefan Fuchs. Heute schauen wir uns gemeinsam mit Woody. Hallo. Hallo. Den absolut brokenen Bisaflor an. Der wurde nämlich im letzten Patch einfach hoffnungslos überbufft, sodass der Damage jetzt einfach gnadenlos OP ist. Streichst du, wir nehmen anderes OP-Pokémon. Wir nehmen anderes OP-Pokémon? Wir nehmen Hoplo. Nehmen Hoplo. Okay, dann müsst ihr euch leider noch ein kleines bisschen gedulden. Dann zeigt man das im nächsten Video. Bisaflor wurde jetzt leider weggepickt. Von daher zeigen wir euch jetzt Hoplo im aktuellen Patch. Ist ja auch so dermaßen stark. Mhm, das einzige Problem könnte sein, dass ich die Schafklaue nicht Level 20 habe. Ja. Aber die Schafklaue tut halt gut mit seiner passiven Synergie an. Mhm. Die hat auch einen sehr, sehr kurzen Cooldown. Also super kurz, ein paar Sekunden nur. Und zwar, wenn man, wenn man einen Move einsetzt, was ehemals die Move waren, jetzt Attacken, dann macht der nächste Standardangriff mehr Schaden. Sowohl abhängig vom Angriff, als auch ein Flat Value von 15. Und das alles zusammen macht den super broken. Man tut jetzt auch, Dschungel bekommen, sehr schön, andere Items spielen, andere Fähigkeiten spielen. Und zwar, werden wir dann gleich sehen. Man spielt nicht mehr dieses Ausweichen, wo man so durchscheinen wird, sondern das andere. Nicht mehr Feint. Und Flammenwurf oder wie das heißt, Flammenball. Da kannst du ja mal nachgucken in den Patch Notes, das wurde auch extrem gebufft. Ich glaube, von 1500 auf 2000 der Schaden oder so. Ah, da gucke ich gleich mal nach. Extremst überbufft. Also wir spielen jetzt hier Feuerball und den Blaze Kick. Genau. Nice. Was mir gerade auch nur so auffällt, ist, alle Boosted Attacks zählen intern von der Programmierung her als Move. Das heißt, immer dann, wenn die Flamme komplett voll ist und man kriegt so eine Boosted Attack, zählt das auch nochmal mit als Move und macht den Schaden hoch. Das wusste ich nicht, aber wenn du das sagst. Das ist total dämlich reinprogrammiert, aber ist leider so. So, da gucken wir mal, währenddem du die erste Rotation machst. Die zählen nicht für das Item als Move. Wenn du mal unten rechts guckst, dann siehst du immer, wenn ich einen Move mache, das Clown-Symbol. Oh, okay. Hier jetzt wieder. Also es zählen da wirklich die Fähigkeiten. Okay, das ist krass. Weil der extra Damage, der zählt auch als Move-Damage, wenn man in die Analysen reinguckt. Aber anscheinend, ja, zählt es dann bei dem Item zumindest nicht mehr mit dazu. Nur ein Bug, nicht drin. Ja, oder es ist ein Bug, je nachdem, wie man es nimmt. Also, deshalb kommt man auch hier super gut durch. Cinderace, da haben sie die Ratio, also quasi das Scaling, von 200% auf 253% hochgepackt, was sehr heftig ist. Richtig krasser Buff. Pro Level geht der Schaden von 18 auf 24 hoch und Base Damage massiv erhöht von 475 auf 610. Cooldown gesenkt von dem Pyroball, einfach heftig. Haben wir direkt zwei Kills geholt. Nice. Der gegnerische Hoppe hat uns nicht gesehen und wir haben durchgeschnetzelt. Und von Flame Charge haben sie den Cooldown runtergemacht von 6 Sekunden auf 5 Sekunden. Das macht aber auch einiges aus. Das ist super gut. Das sollte jetzt eigentlich dazu führen, dass man Flame Charge nicht mehr einmal pro Skirmish, sondern sogar zweimal pro Skirmish einsetzen kann. Was ich eigentlich echt nice finde. So, bei der Passiven steht gerade da, wurde ein Bug gefixt. Wo das Feuer nicht zur richtigen Zeit gesetzt wurde? Das weiß ich nicht. Hauptsächlich der Flammenball. Feuerball, dann. Ah. Ja, guck mal, der Schaden in dem Camp gerade. Nice. Was ich auch gerade hier lese, beim Unite-Move wurde ein Fehler gefixt, wo es früher manchmal dazu gekommen ist, es ist mir auch schon einmal passiert, dass man die Ult getroffen hat die Ult gedrückt, aber die kam einfach nicht raus. Der Cooldown wurde aktiviert, aber der Feuerball ist nie irgendwo hingeflogen. Boah, hast du das gesehen? Wir gehen ja durch. Der Damage ist einfach abnormal von Hoplo. Ja, das ist... Dadurch, dass Turtok auch genervt wurde, hat man jetzt auch viel mehr Spaß, als wenn man näher ran kann. Ich spiele nicht mehr so auf Turtok. Das ist krass, ne? Ist ultra krass. Und ich meine, man muss hier definitiv nochmal mit betonen, das ist Master. Alle, die da gerade spielen, sind auf Master-Niveau. Und trotzdem schnetzelst du so dermaßen durch. Wir hatten ein paar Ultras Waren ein paar Ultras mit dabei? Ja. Na. Die zwei sind oben, wir sind zu viert hier unten, wir sollten das locker bekommen. Ja, vor allem der alte Hoplo hat das schon so dermaßen schnell runtergekriegt und jetzt... Ist echt abnormal, ne?
Ja. So, jetzt hoch. Ich versuche mal fix, dass ich mir hier die kleine Krabbe mitnehme. Und die angefangen ist. Mir fällt auch gerade auf, dadurch, dass sie den Cooldown von Nitro-Ladung von 5 Sekunden auf 4 Sekunden runtergepackt haben, oder? Ne, von 6 Sekunden auf 5 Sekunden, sollte man dadurch auch häufiger die Fähigkeit einsetzen können und dadurch auch die Schafklaue. Ja, ja, die ist daueraktiv. Guck mal, mit dem gegnerischen Hauptbau, der garantiert das nicht mit drin. Den einfach zu knallen. Das ist dann schon wirklich abnormal, mies. Oder? Ja. Ich meine, dass du die Feinds einfach nur deshalb gewinnst, weil der Gegner das falsche Item mitgenommen hat. Ich weiß es natürlich nicht, aber es sieht so aus, ne? Es sieht auf jeden Fall so aus. Gegen uns. Vor allem, wenn du dir mal anguckst, wie viel Damage der auf die Teammates bekommt, wenn der angreift, und wie viel Damage du auf den bekommst, ist einfach ein gigantischer Unterschied. Also Hoblo hatte ja noch nie ein Problem mit konstanten Schaden, wenn der permanent die Auto-Attacks rausgehauen hat. Und jetzt hat er auch noch Burst mit drin, wenn du mal guckst, was das für ein Burst ist. Ja. Blaze Kick macht ja, glaube ich, auch noch, oder Nitro-Ladung macht ja auch Schaden, wenn man trifft. Guck mal hier. So. Aber ich nehme es lieber zum Repositioning und weniger zum Schaden machen. Na. Guck mal, Minute 5, wir sind Level 12. Es ist unglaublich, wie stark der ist. Das kannst du ja fast schon sagen, wirklich Free Wins. Wenn du so einen im Team hast und der Gegner nicht. Ah, Bisa einfach. Bisa das Opfer. So, erstmal raus. Warten, bis der Bild ausläuft. Nice, schön. Uff. Ah, die Ult hätte es jetzt nicht gebraucht. Nicht gebraucht, aber ich dachte, der killt mich. Die kam auch ein bisschen verzögert raus. Die haben diese Ult-Bugs jetzt doch endlich gefixt. Vorher war es ja wirklich so oft so, dass du auf Ult gedrückt hast, die Ult kam nicht raus und trotzdem hat es den Cooldown getriggert und so weird. Und wir haben immer aufgeräumt. Lol. Du willst einen Level-Vorteil, wenn du mal guckst? Ja. Schön. Level 11, Level 13, du hast selbst einen Level-Vorteil auf dein eigenes Team. Ja gut, ich bin im Dschungel, das sollte theoretisch so sein. Aber wenn du mal guckst, ein 8, 8, 9... Bei uns alle 10 und höher. Im Normalfall gleicht sich der Levelvorteil so gegen Minute 4 bis 2 relativ schnell aus. Ja. Vor allem, wenn die Jungler ein bisschen zu häufig fighten und ihre Camps vernachlässigen. Ah, das ist einfach. Normalerweise sage ich ja immer, bis Zapdos fighten. Aber wenn die Gegner hier vor Zapdos noch aufgeben, dann täte es mich nicht wundern. Ah, ich weiß nicht, man kann immer noch, ich gehe mal unten halten. Ich glaube, das war ein schlechtes Play, ich bin mir gerade nicht sicher. Zapdos flippen. Auch einen einzigen Team, der eine dumme Entscheidung macht, wie in meinem Spiel heute Morgen, wenn ich dran erinnere, das gerade war, was ich meine, war, man müsste ja. Zapdos solo. Kann man dem helfen hier? Ach, Bisa, du hast mich in eine scheiß Situation gebracht. Ja? Ach, die haben Angst vor dir. Das sieht man richtig. Zu Recht, 4 Level auf Toto. Ja. Guck mal, oben sind sie gerade durchgerannt. Das ist so abnormal. Tank, ne? Ja. Schön. Ich finde, in so einer Situation ist es auch schwierig, sich zu entscheiden, was man macht. 5 Level jetzt gegen Bisa. Ja. Oh, verdammt. Jetzt haben wir nicht dran. Andererseits, die hauen jetzt 30 Sekunden vor Dreadnought und eine Minute vor Zapdos all ihre Spells raus. Die ganzen Ults, Tudok-Ultes raus. Die hat es auch gerade bekommen, die arme Sau. Ja. Ja, ein zweiter Death das Spiel. Sollten immer noch weit vorne liegen. Es ist so lustigerweise gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt gestorben bin. Wenn ich vor Zapdos oder während des Zapdos halt nochmal sterbe, ist mein Death-Timer nicht so hoch. Ja gut, okay, das stimmt, ja. Ist jetzt natürlich, dadurch haben die Gegner locker 1-2 Level gut gemacht. Nicht so viel, der Gegner droppt nur ein bisschen, aber. Das war der falsche Mist. Okay, der ist weg. Noch irgendjemand hier, jetzt noch ein Bisa. Oben ist noch ein. Ja, der sollte nicht mehr, der wird noch. Ist das jetzt ein Free Zapdos? Ist auch ein Free Zapdos? Jupp. Schön. Jetzt die Frage, ob man machen müssen.
An Free Zapdos das würde ich immer mitnehmen, aber ja. Turtok und Machomai. Aufpassen. Oh fuck. Team. Das war knapp. Ich würde nie gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Heitaira hat einen abnormalen Heal. Ja. Die geht auch mal Heitaira? Gegner? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, es sieht nicht so aus. Die raschen das gerade. Fuck. Okay, nee, die kriegen das nicht, sehr schön. Schön. Turtok hatte wieder Ult. Ist aber raus jetzt, ne? Ja, ist jetzt raus. Oben ist die Krabbe. Greift die weiter an? Nee. Ich glaube, der will punkten. Nee, der ist hier. Der ist hier. Oh mein Gott, der hat keine Hauptlo gekillt, hast du es gesehen? Tank. Ja. Weiter so. Also es ist abnormal, wie die schmelzen. Sollten wir es machen können, theoretisch. Ja. Ich meine, selbst wenn die Gegner den stealen, haben sie keine Chance, das Ganze noch zu drehen. Ja. Ich glaube, das sichere Play ist, Zapdos zu ignorieren das jetzt und einfach nur zu verteidigen. Das sind Viere tot. Ja, wir können warten. 34 Sekunden. Ja, ja. Ich denke, es... Lisa kommt noch. Wir versuchen gerade unten zu punkten. Leute, wie ES holt das jetzt? Warte mal hier. Da fängt jemand an. 20 Sekunden. Das Bisa, das ist einfach nur traurig, wie schnell das tot geht. Hier ist irgendwo noch ein Totok. Ja. Ah, jetzt sind 10 Sekunden. Das ist gegessen. Ja, das war's. Selbst wenn sie es noch kriegen, die können nicht mehr hinlaufen. 5, 4, 3, fantastisch, 2, 1. Schön, das ist. So, wir wollten zeigen, wie broken dieser Samen ist. Wir haben gezeigt, wie broken Hoplo bzw. Cinder ist. Wie heißt der? Lieberlo ist. Lieberlo. Ich meine, kann man auch nicht meckern. Ja, also. Die Schafklauer, ich kann gleich nochmal den Bild zeigen. 20 Kills. 20 Kills und 4 Assists. Ja, der Dschungel-Clear. Hast du gesehen, den zweiten Clear, der ist so heftig und der Snowball ist so derb. Man muss am Ende ein bisschen aufpassen, wie man sich positioniert. Der Vorteil ist, die Leute spielen viel weniger Knuddeluff durch den Sing-Nerf. Relaxo seltener, Turtok wurde. Guck mal, 3 Ehrungen. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cool. Halt die ganzen Tanks, die einem Schwierigkeiten gemacht haben. Genauso Greninja ist quasi raus, wird auch noch ganz selten gespielt. Und ja, also total überbufft. Die haben dem krasse Items gegeben und zusätzlich noch gebufft. Und ich dachte, das wären die Items, die gerade gut für Lucario sind, aber auf Lieberlo gehen die ja total ab. Ich kann nochmal, also... Jetzt habe ich abgelenkt. Sehe ich hier meine Moves nochmal? Deine Moves. In der Kampfgrund. Wir können ja mal gucken, wie viel Schaden wir gemacht haben. Ja. Finde ich eine gute Idee. Ich glaube, die Moves siehst du im Nachhinein nicht mehr. Doch hier. Also man hat den Flammenwurf. Hoppla. Und den Flame Charge. Der Flame Charge würde ich nicht offensiv verwenden oder nur, wenn er wirklich sicher einen Kill bekommt, sondern wirklich als Ausweg. Ich habe jetzt auch nicht mit Body Barriere gespielt, das heißt, ich habe auch keine defensiven Items. Ja, aber wenn die Gegner tot sind, bevor sie was machen können. Der Flammenwurfschaden ist enorm. Man hat auch ein bisschen Poke von Weitem, wenn doch mal hier da sind. Der Burst ist abnormal, der konstante Schaden ist abnormal. Wir haben 82.000 Schaden. 93.000, not bad. Echt not bad. Ja, das Urgel war nicht schlecht. Aber 82.000 Schaden, ja, ne? Da kann man definitiv nicht meckern. Und das ist ein typischer Fall von wegen Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Bei 20 Kills auf Master-Niveau, so. Das ist schon heftig. Ich kann nochmal fix die Items, das war's immer nicht. Also früher hätte man hier noch eine Body-Barriere mitgenommen. Das Crit-Item ist halt super gut. Muskelband gehört zu den Pokémon, wo es gut ist. Muskelband ist übrigens auch eins von den Items, wo es sich lohnt, dieses Level-30-Ding einzusetzen. Ja, wegen den 7,5 statt 5%, gell? Weil das Scaling immer noch gut ist. Bei vielen reicht Level 20, aber hier der Angriff, der ist halt echt gut. Ja. Angriffstempo, sorry. Und halt die Schafklaue. Ich meine, ist Organo Level 11, nicht mehr Level 20. Ja. Das heißt... Ist quasi mit einer total unterlevelten Schafklaue angetreten. Und naja, ein Level fehlt mir noch. Also, wenn man es noch ein Level höher hätte... Naja, 9 Level. Musst du schon so sagen. Nee, die Stufen sind das Wichtige. Okay, ja. Die Level sind nicht mit. So wichtig, die Stufen sind das Wichtige. Geh ich mit. Da hat man nochmal 20 Schaden mehr gemacht. Mindestens 20 pro Angriff. Also, ja. So. Mit Hoplo. Kann ich empfehlen. Ist auch relativ einfach zu spielen.
würde ich sagen. Das Wichtige ist, versuchen nach jedem Move eine Auto-Attack reinzupacken. Ja. Und ansonsten. Ich würde auch sagen. Das war der Lüfter. Jetzt habe ich den Lüfter angemacht. Ich würde auch sagen, es ist relativ safe, Poplo auf die Art und Weise zu spielen. Man muss nicht nah rangehen, man muss nicht irgendwie deep diven und riskante Situationen eingehen und knallt trotzdem diesen extremen Schaden raus. Mega heftig, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr climben wollt ohne Ende, dann spielt Libero auf die Art und Weise mit den Items und ihr kriegt garantiert gratis Siege. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute, viel Spaß beim Zocken. Bye bye! Ciao!